Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute alles um die dramatischen Ereignisse, um das Force House Rampensau Format, welches ja aktuell auf Join Plus läuft. Zwei Folgen gibt es schon. Ich habe auch erst die erste gesehen, aber ich habe das Gefühl, alles, was aktuell im Social Media passiert, rund um Forsthaus Rampensau, das ist wirklich dramatisch. Wir haben jetzt in diesem Video, ich weiß gar nicht, wie ich das alles zusammenfassen soll. Wir haben die Büchner Kids. Die Büchner Kids haben aktuell ihre eigenen Themen, ihre eigenen Baustellen, worunter sie leiden. Jolina ist Opfer von Bodyshaming geworden durch Erkan und Stefan. Dann haben wir hier Flocke. Flocke macht sich über Dani Büchner lustig, die Mutter von Jada, die ja mit Flocke so ein bisschen, ja, ein bisschen gekuschelt hat, möchte ich es mal sagen. Zumindest saß sie auf seinem Schoß, dann lag sie in seinem Bett. Jetzt hat aber Flocke gegen Dani Büchner geschossen und Jada selbst rechtfertigt sich auch. Wir haben wirklich viele, viele dramatische Ereignisse und ich weiß gerade gar nicht so richtig, womit wir anfangen. Das Wichtigste aber zuerst, hier auf meinem Kanal wird nicht über Figuren von anderen Teilnehmern gelästert oder sich in irgendeiner Form abfällig geäußert. Bodyshaming wird es hier auf meinem Kanal nicht geben. Akzeptiert das bitte auch, denn wir sprechen hier auch gleich über Jolina, die ganz schön betroffen ist. Und das möchte ich auch nochmal ganz klarstellen. Bodyshaming geht gar nicht. Ich selber bin ein sehr kräftiger Mensch, ein sehr dicker Mensch und ich möchte das einfach nicht. Ich möchte auch so kleiden oder so mich kleiden, wie ich mich kleiden möchte und möchte dann nicht mehr irgendwelche dummen Sprüche anhören, das von vornherein, das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Wir fangen an mit Flocke, der großen Fragerunde, die er auf Instagram gepostet hat. Hier geht es auch um die Gerüchte, ob da jetzt was mit Jada lief oder nicht, ob die Schwubiloop hatten oder nicht. Ganz dramatisch, wir gucken mal rein, worum es hier geht. Die ersten Stories sind hier repostet von Beverly. Beverly haben wir auch kennengelernt. Hier wurde sie gefragt, was war bei Flocke und Jada? Da antwortet Beverly drauf. Ich persönlich würde behaupten, diese Sache wird noch aufgeklärt in den kommenden Folgen. Und Flocke repostet das und schreibt, we will see. Dann geht's weiter. Auch eine Frage an Beverly. Mit wem aus dem Cast stehst du heute noch in Kontakt? Sie schreibt sporadisch. Mit Hannah, Annika, Elsa, Erkan, Stefan offiziell, am meisten aber mit Turboflock, also mit Flocke. Darauf hat er nur mit einem engen Smiley geantwortet. Und jetzt wird es nochmal sehr interessant. Warum magst du Flocke so, obwohl er meinte, du seist billig, fand das nicht okay? Sie schreibt, Ed Flocke und ich knüpfen uns keine Freundschaftsarmbändchen, aber jede Person baut auch mal Scheiße und wenn man genau aufgepasst hat, war das sowieso ein Widerspruch in sich. Danach war ich wieder eine 10 von 10. Alles hat einen Sinn im Leben und somit habe ich gleich mal die Reaktion anderer Ladies mitbekommen. Wie gesagt, ich bin kein nachtragender Mensch. Jeder hat über jeden mal was Ungutes gesagt. Da kommt ja alles in dieser Situation raus. Da denkt keiner lange nach. Trash TV eben. Hab schon so viel über mich gehört. Da war die Aussage nichts dagegen und immerhin wurde über mich geredet. Also alles richtig gemacht. Und darauf schreibt Flocke, hahaha, da habe ich mir ja wohl mal ein Eigentor geschossen. So, okay, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen interessanten Q&A, nämlich das Q&A von Flocke. Flocke ist im Übrigen der linke sympathische Herr hier, neben Diogo. Diogo kennen wir schon vom Famefighting. Und hier wurde gefragt, habt ihr den Humor von Erkan und Stefan gleich gescheckt? Hier schreibt Flocke, wir haben den Humor direkt gescheckt und gefeiert, Erkan, Stefan offiziell. Dann haben wir die Frage, ihr beide seid einfach zu real fürs Format, unendlich viel Liebe für euch beide. Er schreibt viel Liebe zurück. Ich kann das gar nicht so bestätigen, dass die beiden so real wirken, ja, so real, also für mich wirken die jetzt nicht so real, aber gut. Was hat dir am meisten im Forsthaus gefallen? Da schreibt er das komplette Format mit den entsprechenden Sendern, die er alle darauf verlinkt hat und bedankt sich bei der Produktionsfirma und bei dem Team. Uninteressant. Gibt es die auch auf Join oder nur bei Join Plus? Er schreibt leider nur auf Join Plus, aber bald auf Pro7. Ein Monatsabo kostet nur 6,90 € und ist monatlich kündbar. Also vielleicht für euch auch ganz interessant hier. Gibt es das bald auf Pro7, da könnt ihr das dann auch sehen. Dann geht das weiter. Wer war am Anfang dein Lieblingsbewohner? Und da schreibt er, tatsächlich war ich wirklich froh über Matthias und Dagmar. Und da war ich dann schon das erste Mal überrascht und dachte mir so, okay, was ist denn hier mit den Büchner-Kids? Du hast dich doch so gut mit Jada verstanden.
kein Lieblingsbewohner und das hat mich dann schon sehr gewundert. Dann ging es weiter, ihr habt mich extrem unterhalten, aber warum die Büchner? Und er schreibt, ich ging ohne Vorurteile in die Geschichte rein und Punkt, 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 see soon. Ich finde die Formulierung, er geht in die Geschichte ohne Vorurteile rein, finde ich schon sehr ungünstig formuliert, was auch immer er uns damit sagen wollte. Aber er hat sich hier auch ganz klar gesagt, dass er hier keine Dani Büchner-Vorurteile hatte, also die Tochter Jada-Vorurteile hatte. Dann ging es nochmal darum, ob Diogo nicht eine Freundin hatte und er sagt, nein, Team Flogo, also ein Wortspiel aus Flocke und Diogo, gingen als Single in das Rennen. Das ist erstmal gut zu wissen, weil wir ja wissen, dass er mit Jada so ein bisschen angebahnt hat. Und dann wurde es interessant, Meinung zu Dani Büchner, Kotz-Smiley. Und er antwortet, auserzählt. Ich glaube, sie sollte sich um ihre Ausstrahlung kümmern. Zitat Ende. Das empfinde ich jetzt schon als, ja, als Angriff auf Dani Büchner, die Mutter von Jada. Das hat mich gewundert. Da wird das Familienweihnachtsessen wohl ausfallen dieses Jahr, ja. Dann ging es weiter. Hattest du das Gefühl, dass Julina eifersüchtig war? Julina ist die Schwester von Jada, mit der er ein bisschen, ne? Er schreibt, ich habe mich darauf gar nicht fokussiert, habe nur mitbekommen, dass sie extrem lästert. Zweiter Angriff, ja, also hier Angriff gegen die Schwester, dass sie halt wohl am Lästern war. Ich muss ehrlich sagen, in der ersten Folge habe ich Julina auch sehr viel Lästern gesehen. Ja, das kann ich eigentlich leider so bestätigen. Bist du mit der Jada zusammen? Und er schreibt hier auch wieder, we will see. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht. Ja, das glaube ich nicht. Wenn er mit ihr zusammen wäre, hätte er sich gegen Schwester und Mutter gedisst. Ich denke eher, das geht hier so ein bisschen darum, ein bisschen interessanter das Format zu gestalten. Vielleicht müssen sie das auch so formulieren. Ja, dann geht's jetzt weiter zu Jada. Jada hat nämlich jetzt hier ein Statement gepostet, weil sie natürlich auch hier, ja, ja, durch das Reality-TV-Format natürlich einige negative Nachrichten bekommt. Einige wird es wahrscheinlich nicht sein, wahrscheinlich werden es sogar noch mehr sein. Und sie hat hier nur den Kommentar Falschheit bekommen. Und das hat sie dann dazu veranlasst, einen Text zu schreiben, den ich euch hier einmal vom offiziellen Jada-Profil zitieren möchte. Ganz ehrlich, manche Leute nerven einfach nur. Ihr seht vielleicht nur 3 bis 5 Stunden vom Tag in den Folgen und habt gar keine Ahnung, wie alles war. Also jetzt mal ernsthaft, als ob ihr nicht wisst, wie das läuft in solchen Formaten. Alles wird extra so gedreht, damit es interessant bleibt für euch. Also spart euch eure unnötigen Kommentare. Es war ein normaler Job wie den, den ihr jeden Tag machen müsst, nur anders. Das, okay, da komme ich da gleich zu. Und durch blöde Kommentare kommt ihr nicht weit. Mein Auto steht in der Garage und dadurch weiß ich, warum ich das alles gemacht habe. Und kommt jetzt nicht mit, ihr seid Personen des öffentlichen Lebens und müsst so etwas akzeptieren. Nein, müssen wir nicht. So wie ihr täglich etwas sagt, wonach euch keiner gefragt hat, darf ich es auch. By the way, schönen Montagmorgen. Und für alle, die jetzt gerade ihren Moment genießen, da sie im Haus deren Münder nicht aufbekommen haben, the stage is yours. Zitat Ende. Erinnert mich ein bisschen an Dani Büchner. Ja, ich kriege einen negativen Kommentar und flippe daraufhin aus. Die Aussage von ihr, dass es ein ganz normaler Job war, wie der Job von euch auch, nur halt anders, ist eine Aussage, die kann ich so nicht unterzeichnen. Der Job von euch im TV ist deutlich einfacher als ein 40-Stunden-Job von ganz normal arbeitenden Menschen. Ich habe das in meinem letzten Video schon gesagt, egal ob es der Pfleger, die Pflegerin ist, des Verkäufers ist, ob es ein Kellnerjob ist in der Gastronomie, es ist völlig egal. Handwerksberufe, Maler, Fliesenleger, Heimwerker, es ist wirklich völlig egal. Alle Jobs, die 40 Stunden in der Woche hartes Arbeiten voraussetzen, ist anstrengender als im TV-Format zu sein. Das kann ich mit ganz gutem Gewissen so sagen und deswegen, also das finde ich so nicht korrekt, was sie hier geschrieben hat, dass sie sich jetzt hier so ein bisschen, ja, angegriffen fühlt. Ich glaube, dann ist man im TV falsch. Wenn man jetzt schon wegen einem Kommentar, der da heißt Falschheit, ausflippt, dann sollte man nochmal über seine Berufswahl nachdenken. Sie studiert ja eh Jura. Ich entnehme das so ein bisschen aus der Nachricht, dass sie an diesem TV-Format mitgemacht hat, weil sie sich ein Auto kaufen wollte. Warum sollte sie das sonst mit dem Auto in der Garage schreiben? Ich finde dieses Statement nicht korrekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist klar, wenn man sich bereits in der ersten Folge so präsentiert, auf dem Schoß von irgendeinem Typen sitzt, da ist man natürlich relativ schnell im Fokus der Zuschauer. Im Übrigen Flocke genauso. Man kann jetzt ja nicht nur Jada angreifen, sie war ja auf seinen Schoß. Na, er hat ja seinen Schoß ja auch zur Verfügung gestellt. Also die nehmen sich da beide nichts. Es sind junge Leute, die sollen machen, was sie wollen, aber die dürfen sich dann auch nicht wundern, wenn man denn dann das nicht gut findet. Allerdings, was ich persönlich nicht gut finde, mir fällt dazu. Das ist das, was
mit ihr passiert ist, mit der Schwester von Jada. Und da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, yo, sie hat viel gelästert. Yo, ich fand ihr Verhalten auch nicht korrekt. Aber sich über ihre Figur lustig zu machen, das geht gar nicht. Und es geht hier um einen Ausschnitt, ich zitiere den, während ihre Reaction-Videos zu den ersten Folgen von Forced House Rampensau machten sie sich nicht nur über Julina, die Tochter von Dani Bücher, lustig, diese bezeichnet die beiden als Obelix, der schon wieder am Essen ist. Eine boshafte Anspielung auf ihre Figur. Und das ist es, was ich wirklich furchtbar finde, dieses Body-Shaming bei Menschen, die halt einfach nicht dieser schlanken Schönheitsideal entspricht. Das finde ich zum Kotzen. Wie gesagt, ich selber bin garantiert kein schlanker Mensch, ja, aber ich möchte trotzdem so klein, wie ich mich wohlfühle und nicht wie andere das von mir halten. Und da bin ich Team Julina. Da sage ich ganz ehrlich, mach dein Ding, zieh an, was du willst und gehe gegen solche Leute vor. Geht gar nicht. Da bin ich auf ihrer Seite. Wir hören mal rein, was sie zu sagen hat. Die Story geht jetzt 3 Minuten. Wir werden es ab und zu mal unterbrechen. Ich werde da meine Meinung zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass sie da schon sehr mitgenommen ist. Wir hören mal rein. So nichts ein. Ich finde es einfach nur krass, wie man sowas sagen kann. Egal, ob es jetzt gegen mich ist oder nicht. Ich würde mich niemals, ich meine es wirklich ernst, niemals trauen, über irgendjemanden, über die Figur zu sprechen. Ich würde ihn niemals mit irgendeiner Witzfigur vergleichen und vor allem nicht lachen. Und dann kommt so eine fucking Entschuldigung hingeschissen. Ja, es kann jedem passieren, es kann nicht jedem passieren. Das war mit Absicht. Es war mit Absicht. Das macht mich übelst sauer, weil... Ja, also Obelix ist keine Witzfigur, Obelix ist eine Comicfigur, aber ich verstehe, was sie damit sagt. Geht natürlich gar nicht. Das geht auch nicht aus dem Humor heraus. Ich habe das auch schon damals bei Promi Big Brother gesagt, da wurde ja auch über Iris hier abgelästert. Ich habe ganz klar gesagt, Schluss damit, nicht auf meinem Kanal. Ich dulde das nicht. Man kann das Verhalten kritisieren, so wie ich das gerade von Jada kritisiert habe. Das kann man kritisieren. Man kann seine Meinung zu dem Verhalten sagen, aber bei Körpergeschichten hört es einfach auch bei mir auf. Da sage ich ganz klar, nein, jeder Mensch ist wertvoll, so wie er ist. Egal, wie er sich kleidet, egal, wie er aussieht. Und ich finde das einfach nicht korrekt. Und hier Julina als Obelix zu bezeichnen, die schon wieder am Essen ist, empfinde ich auch als absolut daneben. Und ich distanziere mich da auch komplett von solchen Aussagen, die hier über sie getroffen wurden. Es hat keiner das Recht, so über mich zu urteilen und schon gar nicht... Bodyshaming mir anzutun, was in dem Fall der Fall war. Ich werde euch Kommentare hier einblenden. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll und finde es geistesgestört und das meine ich ernst. Es wurde ja sogar über mich gesagt. Und wenn es über mich gesagt wird, dann entschuldige dich bei mir dafür. Bei Sam wurde sich entschuldigt. Da frage ich mich, ob diese Entschuldigung ernst gemeint ist oder genauso hingeschissen wie dieses Jahr. Es tut mir leid, das unter Gürtellinie. What the fuck, Alter, Leute, in welchem Jahrhundert leben wir, dass man aufgrund seiner Figur so angefeindet wird? Was ist für mich anfeindend? Das hat für mich erstens nichts mit Humor zu tun, nicht mit Spaß und vor allem nicht mit Witz. Also sorry, aber das ist kein Witz. Das ist einfach kein Witz. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich finde sowas nicht lustig. Und ich muss mir sowas auch nicht gefallen lassen. Ja, das Problem ist Tatsache, dass sie keine andere Wahl hat, als sich das gefallen zu lassen. Man kann natürlich diesen öffentlichen Appell jetzt posten und sagen, hört bitte auf damit. Es gibt so eine gesellschaftliche Schicht, die wird das nicht beeindrucken. Die wird trotzdem die Sendung sehen, die werden trotzdem über Julina ablästern und ihr denn bei besonders großer Langeweile denn entsprechende Kommentare schicken. Die wird man nicht umerziehen können. Das ist schlimm, das ist nichts, womit man sich zufrieden geben braucht, aber wenn man halt selber merkt, dass man dem nicht gewachsen ist, dieser öffentlichen Anfeindung, und wenn man merkt, dass es einen sehr aufs mentale Empfinden schlägt, dann muss man halt sich die Frage stellen, schaffe ich es selber, dass es aufhört gegen mich, oder schaffe ich das nicht und muss entsprechend was verändern? Damit meine ich nicht, dass man jetzt über seine Figur nachdenkt, sondern über seinen eigenen Social-Media-Auftritt, dass man dann selber sagt, ich kann das nicht, ich kann mit dieser öffentlichen Anfeindung nicht klarkommen, ich ziehe mich aus TV-Formaten zurück. Das ist der falsche Weg. Ich finde, Rückzug, wenn man selber nichts gemacht hat, für was man was kann, ist das immer der falsche Weg. Aber ich glaube, es wird ihr nicht gelingen, diese Hater umzuerziehen. Die einzige Möglichkeit ist, dass sie es schaffen muss, dass es sie gar nicht kümmert, dass sie darüber lacht. Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz schwierige Weg, das als junger Mensch, sie ist 23 Jahre, das hinzubekommen. Ich mit meinen 34 Jahren
Mich kümmert das nicht mehr, wenn Leute über mich sprechen, ob Leute darüber sprechen, ob ich dicker bin, ob ich, keine Ahnung, dünnes Haar habe. Das sind so Sachen, das stört mich mit 34 Jahren nicht mehr. Ich habe meine Schule hinter mir, ich habe meine Berufsgeschichte hinter mir. Ich bin da relativ entspannt und kann mich wunderbar selber mit auf die Schippe nehmen. Ja? Aber das ist eine Entwicklung, die kriegt man erst, wenn man ein bisschen Reife hat. Und man kann von einer Frau mit 23 Jahren noch nicht verlangen, dass sie das alles so an Lebenserfahrung gesammelt hat, was zum Beispiel, ja, was ich jetzt zum Beispiel selber sage, was ich habe. Nein, Punkt aus Ende, da gibt's nichts mehr zu diskutieren. Vor zum Montag, ich wünsche euch einfach nur, dass sowas nie zu euch gesagt wird, dass ihr niemals über eure Figur angesprochen werdet, dass man sich niemals über eure Figur lustig macht, weil es gibt Leute, die haben wirklich Komplexe. Und das meine ich ernst. Die haben Komplexe durch solche fucking Kommentare, wo Leute sich einfach irgendein Recht rausnehmen. Warum? Also ich frage mich echt, warum. Ich habe keine Ahnung. Und das wurde mir gestern zugeschickt. Ich habe es auch gesehen heute, also vorhin erst. Und ich habe gedacht, was? Also ich war echt sprachlos. Ich wünsche wirklich, dass es niemandem passiert. Ich wünsche niemandem, dass man so betitelt wird. Und ich hoffe auch, die Letzten haben es jetzt auch verstanden, dass man mit so einer Scheiße bei mir definitiv nicht ankommen muss. Also man echt an einer falschen Adresse. Ja, heftige Aussagen, gar keine Frage. Ich kann hier an dieser Stelle nur sagen, auch wenn ich mit Julina, so wie sie sich verhalten hat, nicht zufrieden war, kann ich aber auch ganz ehrlich sagen, liebe Julina, fühle dich von mir herzlich gedrückt. Ich selber finde das absolut daneben, was man über dich gesagt hat. Und ich kann das differenzieren. Ich kann trennen zwischen dem, wie man sich in einem Reality-TV-Format verhalten hat, aber auch, wie man über mich negativ spricht. Ob man etwas kritisiert, ist völlig in Ordnung. Aber jemand anzugreifen aufgrund seiner, keine Ahnung, seiner körperlichen Befindlichkeit geht gar nicht. Ich bleibe da wirklich auch dabei, dass ich da in solchen Punkten immer mich stark machen werde für die Menschen, die da irgendwie, ja, zum Opfer von Bodyshaming gefallen sind. Was gleiches ja auch bei Sam Dillon, habe ich auch gesagt, geht gar nicht. Sam Dillon ist damit jetzt ein bisschen anders umgegangen. Bei Julina habe ich schon den Eindruck gehabt, dass es sie sehr verletzt hat. Wie gesagt, auch hier bitte, meine Bitte an euch, nutzt nicht meinen Kanal und nicht die Kommentarfunktion jetzt hier, sich über Julina negativ zu äußern, was ihr Körper betrifft. Das ist hier wirklich nicht erwünscht auf meinem Kanal und entsprechende Kommentare werden auch von mir gelöscht, weil ich das einfach hier nicht akzeptiere. Das ist einfach meine Regel, die ich hier habe und daran muss man sich halten. So, im Großen und Ganzen merkt man aber, und das ist mein Eindruck, dass Julina und Jada ein bisschen überfordert sind mit dieser öffentlichen, plötzlichen Präsenz nach Forsthaus Rampensau der ersten beiden Folgen. Das ist so mein Eindruck, für beide als junge Reality-TV-Darsteller absolut überfordert. Die kommen damit nicht so richtig klar, dass das hier so eine negative Welle gibt. Ob das Tatsache mit an Dani Büchner liegt, kann schon sehr gut sein. Ich meine, selbst Flocke hat sich negativ über Dani Büchner geäußert. Das wird Jada auch nicht gefallen haben. Ich weiß natürlich nicht, wie die aktuell zueinander stehen und wie nicht, aber eins ist klar, das will man natürlich auch nicht über seine Mutter lesen. Und wir erinnern uns ja auch an die erste Folge, wo Jada und Julina ganz klar ja auch Dani Büchner verteidigt haben. Es war bei Jasmin Herren und sie zur Rede gestellt haben. Alles wirklich dramatische Entwicklungen, wo ich mir einfach so denke, braucht man das als Reality-Neuling? Braucht man sowas? Braucht man das im Leben, diesen Stress? Oder kann man auf die, keine Ahnung, auf die 5.000 Euro mehr, die man da verdient hat, einfach drauf verzichten und sagen, ey, eigentlich ist es das alles nicht wert. Frage an euch, wie steht ihr dazu? Findet ihr auch diese Entwicklung genauso dramatisch wie ich oder sagt ihr auch, nö, wer ins Fernsehen geht, muss damit einfach klarkommen? Bin gespannt auf eure Meinung. Bleibt bitte höflich und freundlich in den Kommentaren. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Wir sehen uns immer wieder morgen früh um 8 zum ersten Kaffee und ich hoffe, dass ich bis dahin auch die zweite Folge Forsthaus Rampensau gesehen habe. Ich habe es auf dem Zettel für heute Abend. Ich hoffe, dass ich es schaffe, meine Lieben. Fühlt euch erstmal lieb gedrückt. Bis nachher. Nee, bis morgen. Heute ist vorbei. Tschüss.